Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Die Menschen draußen können froh sein, dass wir ihnen vor der Wahl sagen, was wir nach der Wahl machen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. Die Menschen draußen können froh sein, dass wir ihnen vor der Wahl sagen, was wir nach der Wahl machen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Dass die multikulturelle Gesellschaft keine lebensfähige Form des Zusammenlebens ist, und das glaube ich. Und wir sind ein Land, das im Übrigen Anfang der 60er Jahre die Gastarbeiter nach Deutschland geholt hat. Und jetzt leben sie bei uns, wir haben uns eine Weile lang in die Tasche gelogen. Wir haben gesagt, die werden schon nicht bleiben, irgendwann werden sie weg sein, das ist nicht die Realität. Und natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander, dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert. Einfach mal das Zitat vor, weil es in meiner Rede bis jetzt noch nicht vorkam, aber weil es, glaube ich, zum Einstieg ganz gut ist. Am Gelingen der Integration entscheidet sich vieles, ob wir den Zusammenhalt unserer Gesellschaft langfristig sichern können, ob Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten und als Land der Ideen und Innovationen weiterhin Maßstäbe setzen kann. All das werden wir ohne Migrantinnen und Migranten nicht schaffen. Und wer nicht weiß, wer er ist, kommt auch schlecht mit Menschen klar, von denen er den Eindruck hat, sie kommen aus einem anderen Kulturkreis, weil er, wenn er seine eigene Identität nicht definieren kann, sich immer überfordert oder eingeengt oder angegriffen fühlt. Und deshalb sollte die Integrations- und Zuwanderungsdebatte uns ermuntern, uns mit unserer christlich-abendländischen Kultur auch nochmal auseinanderzusetzen. Ich habe immer wieder gesagt, wir haben nicht zu viel Islam in Deutschland, vielleicht haben wir zu wenig Bewusstsein über das Christentum. Das liegt dann aber an uns. Die entscheidende Frage sei bislang nicht gestellt worden, nämlich die Frage an das Volk, was wollt ihr? Ist das in der Tat eine Frage, die gestellt werden muss? Ja, selbstverständlich. Man kann in einer Demokratie nicht gegen das Volk oder gegen nennenswerte Minderheiten des Volkes anregieren. Der Wandel unseres Landes, seiner Einwanderungsgesellschaft, ist im Wege des Elitendiskurses über die Bevölkerung verhängt worden. Nie hat man mit den Deutschen einen redlichen Diskurs darüber geführt, ob man ein Einwanderungsland werden wolle oder solle. Es wurde lediglich darum gestritten, ob man eines sei oder nicht sei. Das heißt aber, dass man Fakten schafft und dann vom Volk erwartet, dass das Volk die Fakten akzeptiert. Und so funktioniert das am Wahltag nicht. Wir schaffen das, denn Deutschland ist ein starkes Land.
Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Also das werden wir schaffen, jetzt alle miteinander. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Wir schaffen das, schaffen das, schaffen das. Ich habe überhaupt keinen Zweifel und... Die Bundesregierung sagt am heutigen Tag, dass wir nicht zulassen werden, dass die Schieflage eines Finanzinstituts zu einer Schieflage des gesamten Systems wird. Deshalb wird auch mit Hochdruck daran gearbeitet, die Hypo Real Estate zu sichern. Und wir sagen außerdem, dass diejenigen, die unverantwortliche Geschäfte gemacht haben, zur Verantwortung gezogen werden. Dafür wird die Bundesregierung sorgen. Das sind wir auch den Steuerzahlern in Deutschland schuldig. Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Wir haben darauf hingewiesen, dass es Mehrwertsteuersätze gibt, die im europäischen Vergleich bestimmten Gruppen Schwierigkeiten machen. Das wird jetzt aber nicht kompensiert dadurch, dass wir an anderer Stelle etwas erhöhen. Und schon gar nicht, aber genauso wenig, wie das dadurch gemacht wird, dass wir jetzt den unteren Mehrwertsteuersatz sozusagen anheben und wieder auf den halbierten bringen. Das ist nicht damit gemeint. Und auch dieses kann nur gemacht werden, wenn sich finanzielle Spielräume ergeben sollten. Also der Gesamtpunkt heißt, kalte Progression und Mittelbereichsverlauf der Steuerkurve, das ist unser Schwerpunkt und der wird fest zugesagt, alles andere unter Vorbehalt. Für mich persönlich sagen, es ist mir ein festes Anliegen. Und auch wenn es intellektuell gar nicht so einfach zu erreichen ist, wie man denen auf die Schliche kommt, ist mir ein festes Anliegen, intellektuell, dass wir als Politik aus dem Erpressungspotenzial einzelner Akteure herauskommen. Es darf nicht wieder passieren. Da kann eine Bank einen Staat erpressen, was wir ja leider erlebt haben. Und das wird es in Zukunft nicht mehr geben. In einer Regierungserklärung im Bundestag sagte sie, die Vergemeinschaftung von Schulden durch Eurobonds sei nicht nur in Deutschland verfassungsrechtlich nicht möglich, sondern auch ökonomisch falsch und kontraproduktiv. Es gibt keine schnellen und es gibt keine einfachen Lösungen. Es gibt nicht die eine Zauberformel oder den einen Befreiungsschlag, mit dem die Staatsschuldenkrise ein für mal überwunden werden kann. Ich halte es für außerordentlich bekümmerlich, sage ich, unpassend, dass die Kommission heute im Fokus Eurobonds vorschlägt, in verschiedener Ausprägung, also so tut, als könnte, das wird die kommunikative Wirkung sein, selbst wenn es vielleicht nicht so gesagt wird. Die kommunikative Wirkung wird sein, durch Vergemeinschaftung der Schulden könnten wir aus den Mängeln der Struktur der Europäischen Währungsunion hinauskommen. Und genau das wird nicht klappen, meine Damen und Herren. Wird
es keine Pkw-Maut gibt. Das habe ich schon sehr, sehr lange und in vielen Interviews gesagt. Ich glaube nicht, dass es richtig wäre, die Autofahrer weiter zu belasten. Und nur für den Fall, dass es irgendeiner im Saal noch nicht begriffen haben sollte, die Pkw-Maut wird nächste Woche beschlossen. Sie können zufrieden sein, Horst Seehofer hat gesagt, ich soll es hier nochmal sagen, 17. Dezember, Kabinett, 9.30 Uhr, eine gute Chance für die Maut. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob es richtig ist, dass wir heute noch, und ich entnehme diesen Hinweis der Stuttgarter Zeitung, dass wir heute noch sozusagen unter Besatzungsrecht stehen. Das heißt, dass wenn der Fall einträte, die früheren Siegermächte Weisungen erteilen können an die Bundesrepublik Deutschland bzw. an ihre Regierung. Hintergrund ist ja wohl dann, dass wir bis heute keinen Friedensvertrag haben. Und erst wenn wir einen Friedensvertrag hätten, wäre das Besatzungsrecht obsolet. Wir sind da jetzt schon ein Stück vorangekommen. Erstens war ja mit dem Einigungsvertrag, also und dem 2+4-Abkommen, eigentlich die deutsche Souveränität hergestellt. Das Verhältnis müssen wir doch mal klären. Ich meine, ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mal aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Also ich finde, es wird höchste Zeit. Also ein paar mutige Schritte müssen gegangen werden. Und mich stört auch, dass unsere Bundeskanzlerin nichts macht. Die müsste jetzt ja eigentlich täglich mit Obama telefonieren und versuchen zu klären, um dann der Bevölkerung zu sagen, das wird so und so und dann beendet. Aber nichts stört man. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän. Und deswegen ist der Versuch, in der europäischen Einigung eine neue Form von Governance zu schaffen. Die Wiedervereinigung Deutschlands ist ein sehr interessantes Ereignis. Die Berliner Mauer fiel im November 1989. Die Wiedervereinigung geschah erst ein Jahr später, im Oktober 1990, weil dies nicht nur das Problem Deutschlands, sondern aller Siegermächte gewesen war. Dennoch blieben zwei Probleme ungelöst. Erstens ist der 2+4-Vertrag aus juristischer Sicht kein Friedensvertrag. Bislang haben weder Russland noch die Westmächte einen Friedensvertrag mit Deutschland. Zweitens wurden nach dem Bonner Vertrag von 1952 vier Einschränkungen der deutschen Souveränität beschlossen. Das Verbot von Referenden zu militärpolitischen Fragen, Verbot des Anspruchs auf den Abzug der alliierten Truppen vor der Unterzeichnung des Friedensvertrags. Zudem wurde die Beschlussfassung vor den Beratungen mit den Siegermächten sowie die Entwicklung einzelner Bestandteile der Streitkräfte, darunter der Massenvernichtungswaffe, verboten. Diese Einschränkungen wurden vom 2+4-Vertrag nicht abgeschafft und gelten offiziell bis heute. Wieso ist die Zeit für die Unterzeichnung der Friedensverträge noch nicht gekommen? Als Jugoslawien 1991 zerfiel, erkannte Deutschland einseitig die Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens an. Frankreich und Großbritannien stimmten dieser Entscheidung nicht zu. Im Gegenzug drohte Deutschland mit dem Ausstieg aus der Europäischen Gemeinschaft. Danach überredeten Paris und London den US-Präsidenten Bill Clinton, die US-Militärpräsenz in Deutschland um jeden Preis zu erhalten, um die deutsche Politik zu kontrollieren. Man muss erneut betonen, dass der 2+4-Vertrag aus juristischer Sicht kein Friedensvertrag ist. Theoretisch hat Berlin immer die Möglichkeit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und seine außenpolitischen Verpflichtungen zu erörtern. Gestern in der Bundespressekonferenz. Wieder einmal rechtfertigt sich die Bundesregierung für das gescheiterte No-Spy-Abkommen. Wieder einmal bemüht sie dafür ihr Gewissen. Die Mitglieder der Bundesregierung, mich eingeschlossen, haben zu jedem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet und nach bestem Wissen und Gewissen sich geäußert. Diese Papiere aus dem Kanzleramt erzählen etwas anderes. Ein Märchen voller Wunschdenken und verdrehter Tatsachen.
Merkel schickt damals ihren Kanzleramtsminister vor. Er soll verkünden, dass die Amerikaner ein Versprechen gegeben hätten, in Zukunft keine Spionage gegen Deutsche. Die US-Seite hat uns den Abschluss eines No-Spy-Abkommens angeboten. Dieses Angebot könnte uns niemals gemacht werden, wenn die Aussagen der Amerikaner, sich in Deutschland an Recht und Gesetz zu halten, nicht tatsächlich zutreffen würden. Das war die Unwahrheit. Merkels Geheimdienstkoordinator Günther Heiß hatte zwar kurz zuvor, am 7. August, der Kanzlerin mitgeteilt, die US-Geheimdienste würden zusichern, dass auf deutschem Boden jederzeit deutsches Recht respektiert werde. Doch in demselben Papier stand auch, dass US-Außenminister John Kerry den Deutschen nichts versprochen hatte. Kerry zeigte sich bereitwillig, ohne Konkretes zuzusagen. Schon seit 2005 hatten die Amerikaner deutsches Recht ignoriert. Am gemeinsamen Lauschposten in Bad Aibling ließ der US-Geheimdienst Datennetze vom BND nach Suchbegriffen durchforsten, die deutschen Interessen widersprachen. Das wusste Merkels Geheimdienstkoordinator Günther Heiß seit Jahren. Merkel schweigt damals zum NSA-Skandal und gewinnt im September 2013 die Wahl. 3 Monate später drängt der neue Koalitionspartner SPD darauf, das versprochene No-Spy-Abkommen umzusetzen. So heißt es im Koalitionsvertrag. Um Vertrauen wiederherzustellen, werden wir ein rechtlich verbindliches Abkommen zum Schutz vor Spionage verhandeln. Dazu kam es nie. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann verhandelte über das No-Spy-Abkommen im Koalitionsvertrag. Heute möchte er sich dazu nicht mehr äußern. Frontal 21 liegen vertrauliche Dokumente aus dem Kanzleramt vor. Sie belegen, die USA dachten nie daran, ein No-Spy-Abkommen auszuhandeln. Und sie werfen ein neues Licht auf das Taktieren der Merkel-Regierung. Am 14. Januar 2014 stellt eine Referatsleiterin des Kanzleramtes fest, dass die USA nicht bereit sind, alle unsere Petita zu berücksichtigen. Das gilt vor allem für die Respektierung deutschen Rechts bei der Fernmeldeaufklärung auf deutschem Boden. Also kein No-Spy-Abkommen, kein Respekt vor deutschem Recht. Merkel gibt im Januar 2014 eine Regierungserklärung ab. Aus ihrem Redeentwurf verschwindet der Begriff No-Spy. Dennoch hält die Kanzlerin an der falschen Botschaft fest, man führe intensive Gespräche über ein Geheimdienstabkommen. Ich führe aber das mit allem Nachdruck. Diese Gespräche mit der Kraft unserer Argumente. Im Mai 2014 wird schließlich offenbar, die Bundesregierung hat monatelang Märchen erzählt. Es ist nicht ganz korrekt, dass die US-Regierung ein No-Spy-Abkommen angeboten hat. Die Kanzlerin öffentlich vorgeführt. Sie schweigt, wie immer, wenn es eng für sie wird. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist.